Hinter mir ist die Mainbrücke, die Stockstadt mit Mainaschar verbindet. Die Eisenbahnbrücke Stockstadt überspannt zwischen Stockstadt und Mainaschar den Main bei Stromkilometer 81,3. Das Bauwerk gehört zur Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg. Es liegt bei Streckenkilometer 72,2 und weist zwei Gleise sowie auf der stromabwärtigen Seite einen Gehweg auf. Im Rahmen der Errichtung der Main-Rhein-Bahn durch die Hessische Ludwigsbahn von Mainz über Darmstadt nach Aschaffenburg war kurz vor dem Zielbahnhof der Main zu überqueren. Die dort erforderliche Brücke und die Mainzer Südbrücke waren die einzigen aufwendigen Kunstbauten, die für die Strecke erstellt werden mussten. Sie waren somit auch diejenigen, die zuletzt fertiggestellt wurden. Die Mainzer Südbrücke sogar erst 1862. Es gab zwei Eisenbahnbrücken in Stockstadt. Die erste wurde im Zweiten Weltkrieg durch die sich vor der anrückenden US-Armee zurückziehenden Wehrmacht am 24. März 1945 gesprengt. Die zweite Brücke, die heute bestehende 211 Meter lange Brücke, die die zerstörte endgültig ersetzte, konnte am 1. Dezember 1955 übergeben werden. Sie kostete 3 Millionen D-Mark und nutzt einige der historischen, mit Beton sanierten Buntsandsteinpfeiler der ersten Brücke als Auflage. Die Hauptöffnung der neuen Brücke besteht aus einer stählernen, 69 Meter weit spannenden Stabbogenbrücke, an die beidseits jeweils drei Öffnungen anschließen, die als Stahlbalken mit zwei untenliegenden Kastenträgern ausgebildet sind. In der östlichen Flussaue ist außerdem eine einbogige Vorfluterbrücke vorhanden. Die Brücke ist Bestandteil der Route der Industriekultur Rhein-Main, Bayerischer Untermain.
We'll be right back.